Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Willkommen am inzwischen letzten Handelstag der aktuell laufenden Handelswoche. Ja, es war eine wenig spektakuläre Handelswoche. Wir sahen dennoch einige sehr interessante Moves, vor allem auch im DAX. Wir schauen uns das Ganze natürlich dann gleich nochmal ganz kurz an. Gut, in der Nacht gab es wieder einige Zahlen aus China hier, die M2-Geldmenge, neue Darlehen und das Wachstum und die Wachstumsrate des ausstehenden Kreditvolumens. Ich denke mal, dass diese Zahlen weiterhin oder die Indizes weiterhin belasten sollten zum Wochenausklang. Denn die rückläufigen Darlehen sind natürlich ein Zeichen mangelnden Vertrauens und das wird natürlich an den weltweiten Aktienbarometern nicht gerade positiv bewertet. So, aus der Eurozone bekommen wir einige Zahlen aus Spanien, Frankreich, den Niederlanden und Italien. Das ist alles völlig uninteressant, deswegen können wir das absolut außen vor lassen, wird den Markt nicht in großer Weise bewegen. Das Treffen der EU-Finanzminister, ja, ist interessant, aber wird sicherlich auch keinen großen Move mit sich bringen. Um 11 Uhr die Handelsbilanz aus der gesamten Eurozone. Das könnte nochmal dafür sorgen, dass wir vielleicht so einen kleinen Move sehen im Euro-US-Dollar, im DAX, aber der Fokus sollte heute sicherlich auf dem frühen Nachmittag liegen und damit im Zusammenhang mit den US-Zahlen, nicht US-Dollar-Zahlen, sondern den US-Zahlen. Kernrate-Erzeugerpreisindex, dann bekommen wir die Einzelhandelsumsätze, den New York Empire State Herstellungsaktivitätsindex, dann den Erzeugerpreisindex, Einzelhandelsumsätze nochmal 14:30 Uhr. Was gibt's noch? Ja, FOMC-Mitglied Dudley spricht, das ist der Chef der Fed von New York und die Industrieproduktion 15:15 Uhr. Naja, das Ganze zieht sich hier über den Nachmittag, über die Michigan-Konjunkturerwartungen zum Betriebsinventar und der Baker Hughes Plattformzählung. Erst dann haben wir es geschafft, am Abend 19 Uhr Baker Hughes Plattformzählung nochmal ganz interessant für das WTI. Ob es letztendlich aber dafür sorgen wird, dass wir große Moves sehen, ja, das werden wir sehen. Ich denke aber mal, ab diesen US-Dollar-Zahlen, wenn diese gut ausfallen, wovon ich jetzt prinzipiell erst einmal ausgehen würde, aber muss nicht unbedingt sein, das ist eigentlich egal, dann ja. Sollten wir mal den einen oder anderen Move noch sehen, aber für die großen Ausbrüche sind diese Zahlen trotzdem noch nicht gut. Also deswegen sage ich, es ist eigentlich egal, wie sie ausfallen. Ich denke mal, die großen Ausbrüche, die werden sicherlich diese Woche noch auf sich warten lassen. Wenn überhaupt, erwarte ich mir die starken Gegenbewegungen erst im Laufe der nächsten Woche. Gut, gehen wir gleich mal in den Chart, schauen uns den US-Dollar-Index an. Es gibt nicht viel zu sagen. Wir sind immer noch innerhalb dieses großen aufwärts gerichteten Trendkanals, innerhalb dieses kleinen aufwärts gerichteten Trendkanals, respektive dieser bärischen Flagge. Und solange sich eben hier nichts tut, ja, solange brauchen wir auch in den US-Dollar-Paaren nicht nach den großen Würfen suchen. Also prinzipiell wäre es natürlich schon einmal sehr, sehr positiv, wenn wir endlich mal einen Ausbruch aus dieser kleinen Flagge sehen würden und der Kurs wenigstens einmal bis zum Daily 144er EMA laufen würde, also bis ungefähr zur 97,30er Marke. Damit sollten die US-Dollar-Paare nochmal einen ordentlichen Schub nach oben machen und auch das Öl könnte davon natürlich profitieren und vielleicht den ein oder anderen Retest hinter sich bringen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Natürlich der DAX. Der DAX, wir haben ihn hier auf dem H1 oder wir schauen uns mal auf dem Weekly Chart an. Er hat prinzipiell das gemacht, was ich erwartet ha hatte, noch zur oder Mitte der Woche, nämlich er hat ja die Bullen ein wenig veralbert, hat die 10.100 Punkte Marke von unten noch einmal getestet und ist dann hier wieder in die Korrektur übergegangen. Und ich erwarte mir auch für heute noch weitere Kursrückgänge in Richtung der 9.500-Punkte-Marke bzw. 9.458-Punkte-Marke und dann weiter auch in Richtung 9.350, 9.300-Punkte und schlussendlich 9.000-Punkte. Die 9.000-Punkte, das sind aber, oder das muss ich mal hier auf dem Daily Chart zeigen. Moment. Bisschen mehr Ordnung drin haben. Das Fibonacci Expansion Level mache ich auch mal raus. Die 9000-Punkte-Marke entspricht exakt und zwar völlig exakt der Projektionshöhe dieser letzten durchbrochenen Flagge. Es muss aber nicht sein, dass natürlich diese Projektionshöhe sofort erreicht wird, denn was steht noch aus? Natürlich der Retest. Den möchte ich vorher sehen und der sollte ja ungefähr so Ende Januar stattfinden und damit auch dieses letzte offene Gap bei ca. 10.700 Punkten schließen. Dabei bleibt es auch. Also ich werde weitere große Short-Positionen
Längerfristig orientierte Short-Position erst wieder aufbauen, wenn wir uns auf diesem Kursniveau befinden und dann auf den Ausbruch spekulieren, letztendlich auf die 9000 Punkte hinunter. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie im Vorfeld kommen. Wenn überhaupt, wie gesagt, der Move hier bis ca. 9458 Punkte bzw. 9350, 9300. Damit sind wir am Flaggentief, einem wahnsinnig starken Supportbereich und ja. Ich denke mal, dabei sollte es heute im Tagesverlauf bleiben. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal auf dem H1 an. Wir hatten gestern schon über die Möglichkeit dieser bärischen Flagge gesprochen. Der Kurs kam auch schon mal ein Stück weit hoch. In der Nacht ist er bis ca. 9.760 nochmal runtergelaufen. Und ich denke mal, dass wir heute im Tagesverlauf nochmal einen Retest sehen werden. Ungefähr hier vielleicht an diese 10.000 Punkte, vielleicht 10.050 Punkte. Da würde ich gerne den Retest sehen. Vielleicht in Kombination mit dieser abwärtsgerichteten Trendlinie bzw. mit diesem abwärtsgerichteten Trendkanal hätten wir ein schönes Key-Level und dann könnte man das Ganze hier auf Projektionshöhe dieser Flagge traden und zwar dann in Richtung der erwähnten 9458 bzw. 9455 Punkte. Oder eben, ja, wenn er noch ganz weit rutschen will, 9350, 9300. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht einfach mit der nächsten Wochenkerze gleich zu Beginn nochmal einen Spike sehen hier. Kleines Stück runter auf diesen 9.350, 9.300 und dann geht es im Laufe der nächsten Woche rasant hoch. Welche Gründe das haben könnte, werden wir sehen. Vielleicht irgendwelche Gerüchteküche um die EZB oder was auch immer. Aber wie gesagt, ich halte erst einmal daran fest, dass ich den Retest dieser 10.700-Punkte-Marke sehen möchte. Ich hatte vorhin auch eine Fibonacci-Expansion hier eingezeichnet und dieses Expansion oder die Expansion-Level, die funktionieren oder harmonisieren wirklich sehr, sehr gut mit unserer Analyse. Können Sie das Ganze mal hier auf dem Weekly-Chart anschauen, da fällt sofort auf. Also diese Expansion-Levels ja, überschneiden sich mit den wichtigsten horizontalen Unterstützung und das festigt ehrlich gesagt meine Annahme einer gigantischen Korrektur weiterhin und ich bin sehr, sehr gespannt, wohin es das führen wird. Also ob bei den 9000 Punkten gleich Schluss ist, das wird sich zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir erst ab ca. 8333 Punkten, vielleicht auch erst ab ca. 8000 bzw. 7580 Punkten, 7550 Punkten erst eine größere Bewegung sehen. Also was natürlich hilfreich wäre, wenn wir nach diesen massiven Short-Moves und nach dem Ausbruch aus diesem aufwärtsgerichteten Trendkanal noch einmal einen Retest sehen. Beispielsweise so in Richtung dieser 10.100 Punkte-Marke. Das wäre nochmal durchaus sinnvoll und auch damit wird auch an diesen horizontalen Widerstand stoßen. Also damit rechne ich ganz fest. Gut, was gibt es noch zu sagen für den US-Dollar-Yen? Der hat auch nochmal interessante Bewegungen absolviert. Wo ist er denn? Hier, wir sind natürlich nochmal weiter bergab gestiegen. Das ist natürlich klar. Er ist ja unter diese massive aufwärtsgerichtete Trendlinie gefallen. Und kann sich auch aktuell nicht erholen. Und das entspricht natürlich auch dem, was wir auch in den Aktienindizes sehen. Genau denselben Schemata. Ja, das ist klar, genau das erwarten wir ja. Wir erwarten einen weiteren Kurseinbruch, auch im DAX, auch im Nikkei, auch im Dow, hatte ich ja gesagt, für diese Woche. Und genau das macht auch der US-Dollar-Yen. Und da zeigt sich wieder, wie stark dieses Währungspaar mit den Aktienindizes und insbesondere auch dem Nikkei läuft. Ich erwarte mir weitere Kursrückgänge. Diese Woche, vielleicht auch nächste Woche im Bereich der 1,1550 bzw. 1,16 und damit an diese sehr, sehr markante aufwärtsgerichtete Trendlinie. Also hier in diesem Bereich sollte er sich dann nochmal fangen. Dann rechne ich mit einer starken Gegenbewegung. Vielleicht nochmal hier in Richtung 1,2180 hoch. Möglicherweise in Kombination mit so einer kleinen abwärtsgerichteten Trendlinie, die wir hier sehen im Weekly Chart, wird sicherlich auch nicht nur eine Woche dauern. Der wird sicherlich eine gute Weile sich hier erholen können. Das wird bestimmt noch mal ein kleines Stück dauern, aber manchmal geht es schneller als gedacht. Lassen wir uns davon einfach mal überraschen. Aber das ändert prinzipiell nichts an meiner sehr, sehr pessimistischen Einstellung diesem Währungspaar gegenüber. Und es sollte letztendlich weiter zu einem Einbruch in diesen Trendkanal hier kommen. Und zu 1, ich möchte gerne die 1,14 sehen, beziehungsweise die 1,10. Und ganz zum Schluss dann natürlich weiterhin die 1,0550. Das ist mein langfristiges Kursziel. Und was schauen wir uns zum Schluss noch an? Natürlich das Öl WTI. Ja, ich habe schon wieder die ein oder anderen gehört, die sich hier schon wieder von der großen Erholung gesprochen haben. Bloß weil hier ein bisschen Seitwärtsrange bildet. Also davon gehe ich aktuell absolut gar nicht aus. Ich rechne weiter mit Kursverlusten. Erst einmal bis zur 27-Dollar-Marke ungefähr herunter. Und ja, also ich glaube nicht, dass diese 30-Dollar-Marke hält. Ich würde mich auch nie an diesen geraden Zahlen so aufhängen. Ja, also
Es ist momentan zu beobachten, dass ich eben vor lauter Orientierungslosigkeit an diesen Zahlen orientiert wird und dann sage, oh Gott, wenn die 30-Dollar-Marke fällt, dann passiert das und das. Ja, natürlich, das sind gewisse psychologische Marken, aber rein technisch haben die überhaupt keine Bedeutung. Und natürlich, die Psychologie macht sie erst zu charttechnisch bedeutenden Marken zugegeben, aber es bedeutet jetzt nicht, dass wenn die 30-Dollar-Marke fällt, diese von mir prognostizierte Erholungsmodus oder dieser Retest an diesen abwärts gerichteten Trendkanal, an diese kleine Sidewärts-Range, beziehungsweise an diese 36-Dollar-Marke nicht noch einmal kommen kann. Also davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Klar ist, wenn er kann sich natürlich hier an dieser 30-Dollar-Marke jetzt erstmal temporär erholen, kann auch zu diesem Trendkanal hochlaufen, kann auch zu dieser kleinen Sidewärts-Range hier bei ca. 36 Dollar hochlaufen. Das kann er alles machen, ist eigentlich egal, weil ich sowieso nicht auf den, nicht jetzt auf diese Erholung spekuliere, um sie zu traden, sondern einfach um neue Short-Niveaus zu finden. Und deshalb ist es erst einmal prinzipiell egal, was ihr an den Unterseiten macht. Hauptsache, er kommt nochmal hoch. Das ist das Wichtigste. Ich wünsche wie immer allen einen guten Start in den neuen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Video und wünsche natürlich wie immer viel Erfolg. Tschüss.